mit Anja Petzold. Ihnen einen guten Tag und herzlich willkommen. Bei uns jetzt die aktuellen Themen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und darüber berichten wir heute. Vom Ammoniak zum Benzin. Der Traditionschemiestandort Leuna feiert sein 100. Jubiläum. Einwanderung als Chance. Warum Deutschland Flüchtlinge für die Zukunftssicherung braucht. Und unaufhaltsam Richtung zweite Liga. Dynamo Dresden schlägt auswärts den VfL Osnabrück. Ostdeutschlands wichtigster Chemiestandort Leuna feiert heute 100. Geburtstag. 1916 wurden auf dem flachen Gelände bei Merseburg erste Werkhallen gebaut für die Herstellung von Ammoniak. Mitten im Ersten Weltkrieg war das und auch die Weiterverarbeitung zu Sprengstoff war damals ein Ziel. Heute tummeln sich über 100 Firmen in dem Chemiepark und in diesen Minuten beginnt mit einem Festakt das Leuna-Jubiläumsjahr. Die Feierlichkeiten sind in vollem Gange. Die Gratulantenliste ist lang und strotzt nur so von Prominenz. Politiker und Wirtschaftsgrößen machen den Festakt zu einem Ereignis. Und mein Kollege Frank Nowak ist für uns dabei. Hallo Frank. Ja, man, dir Anja. Vielen Dank, Frank Nowak in Leuna. Dankeschön. Die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind jung. Viele von ihnen noch keine 18. 60.000 alleinreisende Minderjährige sind bis jetzt bei uns angekommen. Ja, und die Jugendämter suchen händeringend verantwortungsbewusste Menschen, in deren Obhut die Kinder und Jugendlichen ein neues Leben beginnen können. Das Beispiel einer Familie in Dresden zeigt, was da alles dazugehört zu einer Vormundschaft für Flüchtlingskinder. Ramin hat also die besten Voraussetzungen, um in Deutschland Fuß zu fassen. Junge, wissbegierige Leute zu Fachkräften auszubilden, ist für Deutschlands Wirtschaft überlebenswichtig. Und aus Halle ist uns jetzt Reint Grob zugeschaltet, Professor am dortigen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind der Ansicht, die zahlreichen Flüchtlinge würden zum Segen für unsere Wirtschaft. Und damit sind Sie nicht allein. Die Spitzenverbände der Wirtschaft haben erst vor wenigen Tagen von Bundeskanzlerin Merkel entsprechende Integrationsmaßnahmen verlangt. Was verspricht man sich davon? Sie argumentieren auch, dass Flüchtlinge unsere Rente sicherer machen. Ist das nicht etwas zu optimistisch? Die meisten, die werden ja Jahre brauchen, falls sie überhaupt jemals in die Steuer- und Rentenkasse einzahlen können. Na gut. Vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist ja der Traum, mit dem mittellose Menschen nach Amerika eingewandert sind. Deutschland bietet diese Chance kaum. Sie finden das schade? Ich finde das sehr schade. Vielen Dank, Reint Grob in Halle. Dankeschön. In einer Asylbewerberunterkunft im sächsischen Radebeul ist kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Und dabei wurden 3 Menschen verletzt. Die Polizei Dresden sucht jetzt nach der Ursache für das Feuer im Flüchtlingsheim. In Halle hat am Abend eine Gruppe dunkel gekleideter und vermummter Männer randaliert. Wie die Polizei am Morgen MDR Info mitteilte, zogen bis zu 50 Männer durch die Innenstadt und riefen linke Parolen. Sie zündeten Pyrotechnik, sprühten Graffiti und steckten eine Mülltonne in Brand. Und als die Beamten eintrafen, flüchteten die meisten. 4 Verdächtige konnte die Polizei stellen und sie alle kommen aus Halle. Weitere aktuelle Meldungen jetzt in den Ländern in 1:30. Sind Sie auch oft unzufrieden mit den Fotos, die die kleine Knipse macht oder das Smartphone? Für Schnappschüsse sind Sie ja gut geeignet, ja, aber für Hobbyfotografen mit Anspruch sind Sie auf Dauer enttäuschend. Viel Gestaltungsspielraum dagegen bieten Reise-Zoom-Objektive. Diese und die passenden Kameras hat die Stiftung Warntest untersucht. Reise-Zoom-Objektive im Test. Feingeistiger Humor, das ist sein Markenzeichen. Sein Lied Deutschlehrer machte ihn 2010 bundesweit bekannt. Sebastian Krämer, der Liedermacher, Pianist und Dichter, hat so ziemlich alles gewonnen, was Kleinkünstler in Deutschland gewinnen können. Vom Deutschen Kabarettpreis bis zu den Poetry Slam Meisterschaften. Und nun ist Sebastian Krämer auf Tour mit seinem neuen Programm Lieder wieder besseres Wissen. Sebastian Krämer setzt sich gern, nun ja, die kleinen Ziele. Was der Goethe da für das Drama geleistet hat, das möchte ich heute Abend für den Chanson leisten. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann fangen wir genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Schlaf umsäuselt mich sacht, ich bin sanft, doch gib Acht, ich hab nämlich noch einen Bruder. Gott sprach zu Kain, na nur so allein.
Hattest du nicht mal einen Bruder? Und jetzt ist er bei uns im Studio zu Gast. Herzlich willkommen, Chansonnier und Liedermacher Sebastian Krämer. Das ist ja ein tolles Instrument. Wo haben Sie Carolina Ay kennengelernt? Ich habe die an dem Abend kennengelernt. Duburger Zitadelle auf der Bühne mit Theremin oder ohne? Ohne, leider. Natürlich, die gibt es ja immer, wenn man zusammenarbeitet. Und vor allem, je mehr man auf der Bühne ist im Studio, desto mehr Ungewissheiten gibt es natürlich auch. Aber das macht es ja dann auch spannend und aufregend. Das ist also neu, musikalisch neu, aber typisch sind für Sie natürlich die nicht enden wollenden Texte. Wo machen Sie eigentlich all Ihre Beobachtungen? Naja, man muss eigentlich nur die Augen offen halten, nicht? Also die Beobachtungen, die hören dann auf, wenn man sich schlafen legt eigentlich. Und es ist natürlich praktisch, wenn der eigene Beruf das vorsieht und nicht vorsieht, dass man vor irgendeiner Wand im Großraumbüro sitzt. Da kann man vielleicht nicht so viel beobachten. Oder vielleicht gerade. Und man erkennt sich auch wieder in wirklich vielen Liedern. Schweinehund zum Beispiel, ganz typisch. Sie haben ja auch Ihre Kinder eingebaut. Schneemann aus Wolle, was sagen die dazu, dass Sie da so verewigt werden? Ach, die finden das meistens toll. Also ja. Eigentlich finden es alle. Sehen und hören dürfen. Sie spielen ja eher so auf kleineren Bühnen. Also heute die Zitadelle, morgen in Dresden der Theaterkahn. Was gefällt Ihnen denn an den kleinen Bühnen? Ach. Dann gekommen sind, ein bisschen haben Sie sich ja rar gemacht. Woran liegt's? Chance hat, dabei zu sein. Und zwar unsere Hörfunkkollegen von MDR Figaro übertragen das Konzert. Und zwar am Montag, 20 Uhr, bei MDR Figaro. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß heute Abend in Magdeburg und herzlichen Dank für den Besuch bei MDR um 11. Sebastian, ja, ich danke. Wenn es knirscht und knackt im Knie, die Beweglichkeit nachlässt und der Schmerz kaum noch auszuhalten ist, dann spätestens empfehlen Mediziner ein Ersatzgelenk. Und längst sind solche Operationen Routine und fast immer auch eine Erleichterung für die Patienten. Doch nach einigen Jahren stellt sich dann häufig die Frage nach der Haltbarkeit von Kunstgelenken. Ja, eine einsame Klarinette, gefühlvoll, klagend, melancholisch. So klingt Klezmer. Diese jüdische Volksmusik wird bei vielen Festen auch von sogenannten Kapellien, also kleinen Orchestern, gespielt. Und in Erfurt ist Klezmer jetzt auf dem Sprung, so richtig populär zu werden. Am Sonnabend beginnt nämlich in Thüringens Landeshauptstadt die lange Nacht des Klezmer. Und jetzt noch kurz die Wetteraussichten. Das war's von MDR um 11 für heute. Und die Sendung wurde von unserer Gebärdensprachdolmetscherin Claudia Rautmann übersetzt. Und sie hat jetzt auch die Gebärde des Tages für Sie. Es geht um die Beweglichkeit. Ja, und die Auflösung finden Sie auf der Videotexttafel 312 oder bei MDR Facebook. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Tag und wir freuen uns morgen wieder auf Sie, pünktlich 11 Uhr, hier im MDR Fernsehen bei MDR um 11. Tschüss.